Wir sind uns zufällig auf der Straße begegnet. Ich habe sie sofort wiedererkannt. Sie sah genauso aus wie damals, nur etwas älter. Wobei, irgendwas war doch anders. Ich konnte aber nicht ausmachen, was es war. Sie war zurückhaltender, anders als früher. Wir hatten uns allerdings seit der Schulzeit nicht gesehen. Da ist die Zurückhaltung wohl verständlich. Sie wollte Meeresbiologin werden, nach Ecuador auf die Galapagos-Inseln reisen und dort Riesenschildkröten erforschen, in Korallenriffen tauchen und Meerestiere untersuchen. Daran kann ich mich gut erinnern. Sie erinnert sich auch. Ihre Mundwinkel ziehen sich zu einem leichten Lächeln hoch, während sie sich erinnert. Das erste Mal, dass ich sie lächeln sehe. Sie ist jetzt Datenanalystin, verbringt viel Zeit vor dem Computer, sitzt viel, daher auch die Rückenschmerzen. Sie lebt noch in der gleichen Stadt, nicht weit von unserer ehemaligen Schule. Sie ist jetzt Familienmensch, durch und durch. Aus irgendeinem Grund hat mich das traurig gemacht. Nicht, dass sie jetzt Familienmensch ist, aber dass sie aufgegeben hat, was ihr so am Herzen lag. Vielleicht auch, weil mir die Person, die da vor mir stand, fremd geworden war. Ich hatte sie anders in Erinnerung. Das habe ich natürlich so nicht gesagt und ich habe mir Mühe gegeben, mir nichts anmerken zu lassen. Ich habe sie angelächelt. Während sie zögernd über ihr Leben spricht, ermutige ich sie. Ist mit Sicherheit besser so. Hat sich doch für dich gelohnt. Hast alles richtig gemacht. Ich wollte sie nicht kränken. Sie scheint glücklich zu sein. Aber irgendetwas war doch anders. Ich konnte immer noch nicht sagen, was es war. Dieses Jahr hat sie 2 Wochen auf Sylt verbracht. War schön, sagt sie, mit ihrem Mann und den 2 Kindern. Sie sieht zufrieden aus, denke ich, während ich in ihre müden Augen schaue. Nach einer kurzen Pause bricht es dann aus ihr heraus. Sie fängt an, von Küstenregion, Gezeitenpools und Mangrovenwäldern zu schwärmen. Es sprudelt geradezu aus ihr heraus. Wenn sie könnte, würde sie direkt in den Flieger nach Okinawa steigen, um sich die Krebstiere, Seeigel und Anemonen näher anzuschauen. Nicht nur Japan, sie würde von Kanada nach Ecuador, von Ecuador nach Großbritannien, von Großbritannien nach Australien und irgendwann konnte ich nicht mehr folgen. Ich war extrem perplex. Zum einen, weil sie gerade eine 180-Grad-Wendung von Maulfaul zu Plappermaul vollzogen hat und zum anderen hoffte ich, dass sie nicht erwartet, dass ich auch nur den blassesten Schimmer von Mangrovenwäldern oder Anemonen hatte. Dann ist es mir plötzlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Mir ist endlich klar geworden, was sich an ihr verändert hat. Der Glanz in ihren Augen. Damals hatte sie ihn. Immer. Sie hatte diesen Funken in ihren Augen. Sie war voller Neugierde, Abenteuerlust und Begeisterung. Und jetzt, während ihres plötzlichen Ausbruchs, war er wieder da. Keine Ahnung, was ihn ausgelöst hat. Ohne diesen Funken sah sie anders aus. Er gehörte zu ihr wie die Nacht zum Tag und der Tanz zur Musik. Als sie aber für diesen kurzen Moment zurück in ihre Welt eingetaucht ist, war er wieder da. Ich habe die Person von damals wiedererkannt. Ich muss jetzt auch weiter, hat sie gesagt. Die Arbeit wartet. Wir haben uns verabschiedet. Sie ist zurück in ihre Welt und ich in meine. Ich war glücklich. Zuerst dachte ich, mir würde eine völlig fremde Person gegenüberstehen. Es scheint aber zumindest in diesem Fall so zu sein, dass sich die Türen zu vergangenen Welten nie völlig verschließen. Falls man doch zurückkehren möchte, bleibt ein kleiner Spalt offen. Das ist beruhigend.
Also, bis nächste Woche. Tschüss. Als Mitglied von My German Short Stories erhaltet ihr monatlich Geschichten. Wir helfen euch, die Texte besser zu verstehen. Ihr könnt zum Beispiel unsere Übersetzungshilfe nutzen und unsere Wörterbuchfunktion. Außerdem gibt es zu jeder Geschichte Übungen. Zum Beispiel könnt ihr unseren Artikeltrainer benutzen. Probiert's mal aus. Mit unserem Aussprachetool könnt ihr an eurer Aussprache feilen. Und natürlich gibt es auch ein paar Grammatikübungen. Also schaut mal vorbei auf www.mygermanshortstories.com.